Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Bloody Platina Sock Challenge. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben mit diesem Team hier. Ich werde jetzt mal ganz kurz Lady Stink nach vorne setzen. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, um irgendwie... Also klar, natürlich habe ich Zeit. Ich muss jetzt circa 20 Minuten aufnehmen, aber... wir haben es jetzt gerade den 6.10. 16 Uhr und ich muss dieses Video hier heute noch hochladen. Ich kam nämlich von der Schule, mir ist aufgefallen... Ey Marcel, du hast heute kein Video, das du hochladen kannst. Ich möchte einfach diese... Ich mache das jetzt schon seit einem Monat, sogar fast zwei Monate, glaube ich. So eineinhalb Monate. Einigen wir uns auf eineinhalb Monate. Lade ich schon fast jeden Tag ein Video hoch. Und ich möchte nicht, dass diese... Ich sage jetzt mal, Tour unterbrochen wird. Deswegen möchte ich jeden Tag ein Video hochladen. Das heißt, auch heute. Deswegen muss ich mich jetzt hier noch hinsetzen und ganz schnell noch ein Video sozusagen machen. Ich bin jetzt heute gerade von der Schule gekommen. Hab's erstmal auf YouTube nachgeschaut, wollte mal gucken, ob der liebe Andi was in die Kommentare geschrieben hat zu meinem, ich sag mal, neuen Part, also zu meinem letzten Part, wo ich Auflocker einen Titel reingeschrieben habe. Und mir ist was passiert. Ich habe nämlich am Anfang etwas hier reingeschnitten, oder herein, auch nicht schlecht, reingeschnitten. Musik nämlich. Die war vor circa, ich würde jetzt mal schätzen, vor zwei Monaten, glaube ich. Was ist das für ein Sprite? Ihh, das ist nicht Skunktang. Skung auch nicht. Skuntank. Das ist nicht Skuntank. Nein. So sieht das Pokémon nicht aus. Ach, egal. Das ist so eine Mischung irgendwie aus Schnurgast und Skuntank. Egal. Vor circa zwei Monaten habe ich mal ein Video hochgeladen mit derselben Musik. Und diese Musik war früher noch nicht urheberrechtlich geschützt. Jetzt schon. Aus irgendeinem Grund. Und deswegen habe ich heute also keinen Strike kassiert. Aber ich habe trotzdem die Nachricht bekommen, dass ich diese Musik von einem Typen urheberrechtlich geschützt worden ist und dass ich deswegen entweder den Titel entfernen muss oder das Video löschen muss und es neu hochladen ohne diese Musik. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich das per YouTube Recorder, wie man das auch immer nennt, also manuell, also beziehungsweise eigentlich automatisch löschen lässt. Also YouTube hat da so eine Funktion, die kann halt eine Audio, ich sag jetzt mal, ausblenden. In dem Fall aber, ich habe mir das vorhin mal angehört, so testweise, wie sich das anhört, wenn er das, rausschneidet. So, damals. Er schneidet nicht den ganzen Sound daraus, nein. Es kommen immer so einzelne Stellen da so. Also ihr habt wahrscheinlich selbst den letzten Part gesehen und seht, wie grässlich es sich anhört mit der Musik am Anfang. Dafür will ich mich kurz entschuldigen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich zu inkompetent bin, einfach Musik gerade zu schneiden. Nein, es ist YouTube gewesen. Wirklich. Das könnt ihr mir echt glauben. Das erinnert mich gerade an meine Golden Toast Ball Werbung, die ich da früher mal auf meinem Kanal hochgeladen habe. Also eine Parodie halt. Als ich dann auch am Anfang gesagt habe, ah, das können sie mir glauben. Ja, also deswegen nicht erschrecken. Beim letzten Part, da ist nicht wirklich was Schlimmes passiert. Es war einfach nur, dass YouTube das so scheiße rausgemacht hat. Aber ist ja nicht schlimm. Der Part ist ja immer noch da. So, und ich muss gleich auch noch überlegen, ich muss ja gleich sofort den nächsten Part sogar noch aufnehmen. Für den morgigen Tag halt. Und ich muss Regibanks Folge von gestern noch nachholen, weil ich war gestern beim Kramermarkt. Vielleicht kennt ihr das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist hier in Oldenburg halt gewesen. Ey, ist echt nicht... Gibt es sowas in anderen Städten eigentlich auch, so wie Kramermarkt? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber ich bin mir da echt nicht sicher. Auf jeden Fall war ich beim Kramermarkt. Und davor war halt Aldin hier. Wir haben Fußball gespielt, in Englisch so ein Referat fertig gemacht, so eine PowerPoint-Präsentation. Fußball gespielt halt und dann um 18.30 Uhr ist er halt wieder weggefahren. Und um 19 Uhr sind wir dann direkt zum Kramermarkt gefahren und sind circa um 22 Uhr wieder zu Hause gewesen. Deswegen war ich heute Morgen auch extrem müde, als ich aufstanden musste, auch nicht schlecht. Aufstehen musste, weil ich bin, ich glaube, um 0 Uhr oder so erst pennen gegangen. Also für manche scheint es vielleicht auch ganz normal zu sein, um 0 Uhr pennen zu gehen, 0 Uhr pennen zu gehen, 6 Uhr aufzustehen. Für mich aber nicht. Ich musste das bisher nur zweimal doch, also dann zwei... Ja, doch, an zwei Situationen kann ich mich erinnern, wo ich das auch gemacht habe. Da war es sogar in einer Situation 2 Uhr bis 6 Uhr. Da ging es mir auch irgendwie besser als heute, als ich aufstehen musste. Aber ist eine andere Geschichte, ja. Ich möchte euch jetzt damit nicht zumüllen. Nun gut, ich habe mich entschieden. Ich werde noch einen Kampf beschreiten mit dir und dann zurücktreten. Ist eine dreiste Lüge. Der Kampfwander funktioniert nämlich auch bei dir. Veteran Andro. Mit deinem Libeldra.
Ah doch, ich habe eine Eisattacke. Ich habe gerade überlegt, ob ich überhaupt ein Pokémon habe, das ich hier einsetzen kann. Aber ich habe ja meinen lieben Gyarados, ja. Namens Barschwa. Ein wunderschöner Name. Also wie gesagt, ich muss halt Regibanks Folge dann nochmal wiederholen. Von gestern und die noch von heute. Denn das Problem ist ja, ich schneide ja ein Best-of für Regi. Und ich muss ja dafür jede Folge halt anschauen. Von Regi Bang und ich darf halt keine Folge auslassen. Wobei, es kann natürlich sein, dass in einer Folge mal nichts passiert, nichts wirklich Spannendes, aber in der Regel ist es der Fall, dass mindestens eine Stelle da wirklich ganz gut ist. Ich muss auch noch die ganzen ersten, also der erste bis zum 20. Part, muss ich noch von vorne anschauen. Wobei, also aufgerundet, also ich denke mal so bis zum 17. Weil ich habe erst spät angefangen, wirklich, mit diesen, ja, mit den geilen Szenen. Aber ich glaube, ich werde das einfach so machen. Ich werde die überspringen, die ganzen Folgen. Und nur das einfügen, wo Pokémon stirbt. Und dann aus den Parts, die jetzt kommen, so auch die coolen Szenen, so. Außer das natürlich mit Rotom. Das werde ich auf jeden Fall mit einbringen. Das ist ja, das war ja, also nur für die Leute, die jetzt Regibank geguckt haben. Zum Beispiel Andy, der weiß, was ich mit Rotom meine. Also wirklich, das war ja krass witzig. Ah, steht voller Blüte. Ja, ich möchte alle gießen. Perfekt. Ah, hier nehme ich die Wiki-Bären. Ha, die Wikipedia-Bären. Och Gott, ey. Gut, dass ich, also doch. In der Regel hatten die Wikinger rote Bärte. Ah, wie lustig. Alter. Ich wollte gerade damit anfangen, dass ich sagen wollte, ich hatte schon vielen Parts Flachwitze gebracht. Auf einmal bringe ich direkt dann auch nochmal einen Flachwitz, ey. Eieiei, was soll denn nur aus meinen Videos werden? Naja, hallo Älteste. Vor den Ruinen steht ein seltsamer Typ, der aussieht wie ein Raumfahrer. Bei den Ruinen ist nichts Besonderes. Und gerade das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesen Raumfahrer zusammen mit meinen Pokémon vertrimmen. Grummel, grummel. So, dann wollen wir erstmal meine Pokémon heilen. Und außerdem noch den lieben Nils auf die Box packen. Und dafür wahrscheinlich Sebi reinsetzen. Ich habe mich ein bisschen erkundigt über die neue Route, die da jetzt links von mir ist. Oder also jetzt wirklich gerade links von unserem Protagonisten hier. Dort gibt's Wuingenaus. Ich habe schon ein Wuingenau. Ich möchte noch nicht auf diese Route gehen. Doch, ich pack Sebi rein. Doch, doch, doch. Ich möchte noch nicht auf diese Route gehen. Es ist mir einfach zu blöd. Wobei, ich könnte hier natürlich eben ganz schnell einen Cut setzen. Und könnte... Ah ne, komm. Machen wir einfach am nächsten Part. Ich kämpfe jetzt gegen diesen Rüpel da. Komm. Das ist mir jetzt egal hier. Das mache ich dann einfach am nächsten Part. Weil ich wollte gerade nochmal nachschauen, welche Pokémon wir uns da fangen können. Hier gab es doch irgendwo so ein verstecktes Item. Ich kann mich erinnern. Och, hier müsste es ein verstecktes Item gewesen. Ja. Ein Kingstein, jawohl. Ich war doch auf der sicheren Seite. Aber gut, lässt jetzt die Gegner zurück, öfters zurückschrecken. Wir haben einen Drachenzahn. Ob das jetzt so nützlich ist? Naja, wir haben ja Überreste auf jedem Pokémon, von daher... Ach doch, ich kämpfe jetzt schon mit Lady Stinkt. Ja, ja, hier ist nichts wert. Ja, ja, alles klar. Ja, zünde halt ruhig die Galaktikbombe. Ganz ehrlich, mich interessiert dieser Ort hier eh nicht. Was hast du denn für Pokémon? Ich hoffe mal nicht über Level 60. Level 60 geht, über Level 60 tabu. Parasek, okay. Level 56, das lasse ich noch gelten. Dich lasse ich über die Grenzpatrouille. Nein. Ach, Toxin, ne? Bleiben wir mal. Hallo. Wieso macht Kreuzschere denn so viel Schaden, ey? Wobei, klar, mit Step. Ja, gut. Nochmal Toxin. Danke, du triffst, Alter. Wow, Lady stinkt. Es wird echt mal Zeit, dass ich Surfer bekomme. Bekomme ich doch sogar hier in Elysis, klar, das habe ich doch im letzten Part gesagt. Von dieser alten Frau da bekomme ich doch Surfer, oder nicht? Ja, genau, wenn wir da gleich in die Ruinen reingehen. Und wenn ich dann, ich weiß nicht, ob es nach dem Cyrus-Kampf war, oh, Spoiler Alert, ob es nach dem Kampf gegen Cyrus war oder vor dem Kampf, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Eins davon wird es auf jeden Fall gewesen, ey, na doch. Wir kriegen sogar den, ach komm. Muss das jetzt sein? Aromakur? Ach komm. Das muss jetzt aber echt nicht sein, oder? Parasek, merkst du selber. Das war eine blöde Idee, das einzusetzen, oder? Merkst du selber. Ich hoffe doch. Dafür siehst du jetzt den Tod. Ja, siehst du? Na, wie fühlt sich der Tod an, hä? Ach genau. Parasek, für die Leute, die es noch nicht wussten. Parasek ist in Wirklichkeit nur das
diese, also ihr seht ja, ihr habt ja gerade Parasek halt gesehen. Hoffe ich zumindest. Parasek hat ja diese weißen Augen. Also klar, wenn du fliebst ja auch, aber er hat ja wenigstens noch eine Pupille. Aber Parasek halt nicht. Der hat einfach komplett weiße Augen. Und dieser Körper, der unter dem Pilz ist, mit diesen weißen Augen, das ist eigentlich das, was diesen Pilz lenkt. Der Pilz selber ist tot. Das heißt, Parasek ist eigentlich so ein Zombie-Pokémon, wenn man es so nehmen kann. Ist eigentlich tot, das Pokémon. Zumindest, also das Pokémon, das Gesamte sozusagen. Weil dieser kleine Körper, der da ist, das kann man jetzt da nicht als richtig, als das ganze Pokémon sehen. Und ja, das hat mich jetzt gerade daran erinnert, wenn ich sage, sieh den Tod. Und das hat mich gerade daran erinnert, der sieht doch schon den Tod. Also, ja. Oh, das war ein bisschen knapp, wa? Eieiei. Ich habe schon fast gedacht, das wird ein Crit von dem Typen, aber war es anscheinend dann doch nicht, ey. Es war also arschknapp, ey. Ach ja, die vierte Generation, wo man dieses Geräusch durchgängig penetrierend in deinen Ohren hast. Ist ja schön. Schon nach dem ersten weiß ich, dass dieses Pokémon in einem roten Bereich ist. Das sehe ich sogar mit meinen bloßen Augen. Kannst du dir das vorstellen, Spiel? Ich brauche da nicht eine Bemerkung, die über den ganzen Kampf halt geht, ey. Satzenia, auch ganz komischer Sprite. Ich kann mich nicht erinnern, dass Satzenia so eine Farbe hatte. Hatte Satzenia nicht so ein hellgrün gehabt? Also jetzt als Körper. Die Blätter gehen ja, aber das sieht ja fast aus wie ein Feuer-Pokémon, ey. Oder Boden. Mit den Sprites, also im Moment, also heute in dem Part sind die Sprites ein bisschen komisch. Ne? Erstmal Skuntang, das war ja kein Skuntang, ey. Das war ja irgendeine Fusion, ey. Geht ja gar nicht. Das wird mir alles zu viel. Ich habe auch nur zwei Hände. Dieser Ort ist doch nix. Da verschwinde ich besser. Ja, geh, Alter, renn! Renn weg, Land, Alter! Oh, du warst großartig. Ja, ja, genau. Oder Talisman, kann ich mal sehen. Ja, 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 dieses Cynthia. Kannst du mir jetzt schon Surfer geben, bitte? Kann ich jetzt noch was in dem Part machen? Ja, ist ja sehr schön, dass du mir jetzt die Weltgeschichte erklären möchtest, aber ich kenne die. Doch. Ja, okay, dann heile ich eben ganz schnell meine Pokémon. Ich glaube, der Kampf gegen Cyrus wird jetzt nicht allzu krass, oder? Weil ich muss... Eigentlich müsste ich den Part... Das Problem ist, ich muss halt in so circa 10 Minuten noch los. Ich weiß jetzt halt nicht... Leute... Könnt ihr mir das verzeihen, dass es heute mal ein richtig extrem kurzer Part ist? Ey, also das ist mir jetzt echt unangenehm, das zu sagen, wirklich. Also es tut mir echt leid, das jetzt so zu sagen, aber... Ach komm, ich geh noch da rein. Ich setz einfach ein Safe State. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich muss halt auch in 10 Minuten weg. Und zwar fahren wir jetzt gleich zum Arzt. Wir müssen allesamt zum Arzt. Okay, was heißt allesamt? Ich muss zur Kontrolle wegen meiner Schulter dahin fahren. Und da müssten wir jetzt gleich mal losfahren. Und ich muss das Video halt jetzt noch fertig rendern und hochladen. Und das, also während wir halt beim Arzt sind, wird es hochladen. Und deswegen darf dieser Part halt nicht zu lang dann noch sein, weil dann schaffe ich das nicht mehr mit dem Schneiden und Hinzufügen und. Ach. Komm, let's go. Cyrus, zeig mir dein allererstes Pokémon. Das erste Pokémon besiege ich noch und dann muss ich diesen Part leider beenden. Deswegen lese ich dich jetzt auch nicht vor. Ja, es tut mir zwar leid, Cyrus, aber ich habe jetzt gerade was anderes zu tun. Auch wenn es mir nicht recht ist. Ich muss es trotzdem machen. Ja, ja, du kannst die Welt nicht verändern. Oder hat er gesagt, ich kann die Welt verändern? Irgendwas war da doch in der Story. Der wollte doch die Welt verändern hier. Ja, ja, wir haben uns gerade dabei getroffen. Anführer von Team Galactic, natürlich. Hallo, Cyrus. Ich muss mal eben ganz kurz. Die Musik ist geil. Stimmt ihr mir dazu? Alter, die klingt voll nice. Ja, ja. Liegt an der Musik, die spiele ich jetzt mal direkt. Nein. Die spiele ich jetzt mal direkt wieder runter. Lag ganz klar an der Musik. Was?
ist denn das? Aber wir haben ein Elektro-Pokémon, ne? Wir haben ein Elektro-Pokémon. So schlimm ist das doch gar nicht, oder? Oder? Naja, komm. Damit beende ich jetzt diesen Part hier, Leute. Es tut mir leid, dass der Part heute extrem kurz ist. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt noch was fertig machen und so weiter. Der kam jetzt auch... Heute habe ich jetzt nicht so viel zu erzählen gehabt und so weiter. Das liegt halt daran, ich kam jetzt vor 16 Minuten genau von der Schule und muss das jetzt noch fertig hier aufnehmen. Und deswegen, da muss ich jetzt irgendwas zusammen... Okay, zusammen kacken jetzt nicht wirklich, aber halt, ich muss das ein bisschen schneller machen. Und würde ich mal sagen, ja, Leute, wenn euch dieser Part hier gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, würde mich freuen und supporten, ja. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ja. Und habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.